Herzlich willkommen zurück im Einsatz. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 52 von Xenonauts. Ja, diesmal, wie man in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen hat, starte ich nicht die Folge wie sonst üblich im schwach beleuchteten War Room, sondern im Einsatz. Da habe ich ja letztens eine Pause gemacht. Tja, nochmal ein kleiner Überblick über die Situation. Im Träger sind die Xenonauts gerade drin. Sie müssen ihn sichern. Ein Deck des Trägers steht in Flammen. Es gab einige Verletzte. Da ich hier eine Granate abbekommen habe. Unter anderem wurden die neuen verletzt. Hier Private Forbes Howard, der jedoch also in überraschend effektiver Weise sich um die ganzen Reaper gekümmert hat, die sich hier hinten an mich angeschlichen hatten. Ja. Sonst noch irgendwelche großen Verletzten? Nein, nein. Da ist der Schild ein wenig beschädigt, aber das geht noch. Nicht verletzt, nicht verletzt. Ein wenig verletzt, aber noch einsatzfähig. Und das war's. Ja. Dann würde ich sagen, die Aufstellung passt soweit. Ich werde euch jetzt noch einen kleinen Schritt näher an den Teleporter bringen. Falls was rauskommt, können die hoffentlich direkt eingreifen. So, jetzt muss ich mal wieder reinkommen. Wie war denn das noch gleich? Ach ja. Ja. So. Du, Frank Meyer. Dahinter bitte. Raketen können dahin. Du kannst dahin hinknien. Okay, keine Reaktion. Sehr gut, dann. Eieiei, sieht's ja ein wenig schlecht aus. Ich nehme an, der Fusionsreaktor in dem Raum dort ist explodiert. Alles natürlich ein Willkommensgruß an die Aliens. Von unseren Piloten, die sich mal richtig ausgetobt haben an diesem Träger. Wunderschön, ja. Ah, halt, nee, du bist ein bisschen beschädigt. Ich meine, nicht beschädigt, verletzt. Nein, es sind keine seelenlosen Roboter. Das sind die Xenonauts. Genau. Dahin. Ich möchte jetzt so viele Truppen wie möglich so in die Nähe dieses Raumes hier bringen. Am besten die Raketenwerfer-Lady hier. Oh. Dahin. Dann. Ja, ich weiß nicht. 64 oder 67? Die Sache ist die, ich möchte ja zweimal schießen können. Da ist natürlich 67 mehr als genug. Aber bei 64 bin ich zu nah an der Tür und riskiere, eine Granate abzukriegen. Ja, gut. Man kann auch ein bisschen viel drüber nachdenken. Dahin. Oh. Und hinknien. Okay, wer fehlt? Wer fehlt? Scharfschützin Sofia Smirnova. Ich hätte noch einen Scharfschützen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Genau, du sicherst hier den Eingang des UFOs und bleibst hinten. Der andere Scharfschütze ist der noch auf dem Dach? Ja, natürlich. Der hat nämlich auch was abbekommen. Commander Tobias Patterson. Ne, Persson, nicht Patterson. Nicht Patterson und Findus. Okay. Xenonauts sind dran. Dann wage ich mich. Na, nicht mit dem beschädigten Schild. Das ist ein Fehler. Okay. Ja, der Fusionsreaktor ist zerfetzt worden. Okay. Rein da. Hopp, 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 hopp. Möchte ich, dass du mal die Tür einrennst? Ach, machst du wahrscheinlich jetzt nicht, oder? Nee, du machst sie nur auf. Okay.
gehst in Deckung und hast dann für den Herrn hier die Tür geöffnet, damit er nicht so viel TU verbraucht. Dann kann er sich direkt dorthin pflanzen. Sehr schön. Ja, da hinten hin. Du hast zwar noch einiges an, wie sagt man, Lebenspunkten, Gesundheit, aber du hast eine Waffe, mit der du kein Reaction Fire ausführen kannst, also lasse ich dich lieber im Hintergrund. Das sollte man auch machen, halt mit den Herrschaften, die Raketenwerfern tragen oder halt eben Flammenwerfer immer schön im Hintergrund lassen. Die können nämlich nicht auf andrückende Bedrohungen reagieren. Zumindest nicht so gut wie die anderen Kameraden hier. Zum Beispiel auch schwere Waffen. Da ist es bedingt, ob Reaction Fire ausgeführt wird oder nicht. Generell muss man sie halt so hinstellen, dass das Reaction Fire nicht, wenn es denn ausgeführt wird, nicht die verbündeten Truppen trifft. Ich habe sie jetzt hier für den Fusionsreaktor gestellt. Also der ist ohnehin schon explodiert. Von daher dürfte da nichts mehr passieren. Ja, dann los. Aha. Bewegung. Okay, gut. Du als erstes? Nein, das wäre schlecht. Langsam, aber beständig vorrücken, bitte. Zwar möchte ich dich dahin haben. Okay, du bist drauf ausgerichtet. Dorthin. Dahin. Okay, dreh dich dann da um. Du kannst immer noch schießen und wirst deine Kameraden wahrscheinlich dabei nicht treffen. Sehr schön. In der Theorie sollte das funktionieren. Aber die Sache mit der Praxis ist ja immer eine ganz andere Geschichte. Ich könnte dich jetzt weiter vorrücken lassen. Ja, ich lasse dich ein bisschen weiter vorrücken. Also fehlen jetzt 2 Mitglieder des Trupps. Gut, das ist bedauerlich, aber das war ja mein eigenes Verschulden, da ich die Soldaten etwas zu dicht beieinander hier gruppiert habe. Und es war dann so einladend, dass die Aliens eine Granate geworfen haben. Und das ist, glaube ich, das Zwischendeck, das hier brennt. Das nicht betretbare Zwischendeck. Ja, gut. Oder ist das die Brücke? Unten nicht? Unten nicht? Das hier oben ist die Brücke, aber ich sehe dann, was brennt. Mhm. Du bist jetzt im UFO drin und was nun? Ich glaube, deine Entscheidung hast du nicht so ganz überdacht. Okay, toter Reaper. Ah, Alien in der Ecke. Aha. Ah, da ist der Antrieb. Nein. Bleib dort. Ja, ich weiß. Aufpassen. Dorthin. Und dann gehst du mal am besten in die geduckte Position. Du kannst allerdings nicht schießen. Das ist äußerst schade. Also kannst schon, aber ja. Ich könnte eine Suppression versuchen. Funktioniert nicht ganz. Okay, gut. Hier. Gehst du mal dadurch. Dann hast du 47, 53. Du könntest dich umdrehen und noch schießen. Ja, das wird leider nichts. Das wird so absolut nichts. Also, geh am besten mal in Deckung. Du allerdings musst dich sogar umdrehen. Da muss ich die eine Tür auf der diese Seite mal außer Acht lassen. Ja, Feuer. Sehr schön. Das Alien ist jetzt auf dich aufmerksam geworden. Gut. Was möchte ich jetzt haben? Ich glaube, ich nehme es den Scharfschützen. Oder Scharfschützin. Dahin, ja. Kostet mich zwar ein paar TU, ein paar viele.
Und voll daneben. Ja. Nee, dich brauche ich für Reaction Fire. Oh. Riskanter Zug. Da von dem Alien jetzt Reaction Fire kommen kann. Aber jetzt nicht mehr, da es tot ist. Umdrehen. Alle Mann, umdrehen. Du kannst dich. Ah, ja, genau. Jetzt kann sich nicht mehr hinknien. Das ist jetzt schlecht. Ich möchte da halt. Bleib da. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, glaube ich. Fehlt nur noch der Flammenwerfer. Nee, nee, schafft's nicht. Ja, schafft's nicht ganz. Daneben die Lady mit dem Raketenwerfer noch nach vorne. Ah, fast nach vorne. Ah, wo soll ich dich hinstellen? Wo soll ich dich hinstellen? Ja, es ist ein bisschen unglücklich jetzt, diese Situation. Aber ich hoffe, ich kann sie noch einigermaßen lösen. Okay, sieht schon besser aus. Du kannst mir mal einen Gefallen tun. Sehr gut. Sehr schön. Genau das wollte ich, dass sie mir hier die Barrikaden einrennt. Und dann werde ich diese Runde nochmal kurz aussetzen und alle Soldaten soweit in Position bewegen. Ja, du hast jetzt eh keinen Schuss mehr. Ja, du hast noch. Denn dort ist die Kommandozentrale, die Brücke des Carrier-UFOs, und das wird etwas härter. Nachladen bitte. Okay, Raketenwerfer dorthin. Was für eine Rakete ist eigentlich geladen? Gasrakete, ja, werde ich. Könnte ich. Ist ja nicht besonders gefährlich für meine Soldaten. Wenn die Tür offen ist, könnte ich dann eine Gasrakete reinfeuern. Kann die mal ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen, die Dame? Okay, Scharfschützin. Ja, ich weiß nicht, ob der Hyperdrive in die Luft fliegt. Werde ich ja dann sehen. Ja, das ist mal eine Einstellung, oder? Du sollst nach Möglichkeit keinen Reaction Fire ausführen, während du da bist. Kannst du auch gar nicht, da du keine TU mehr hast. Flammenwerfer. Soll mal bitte aufschließen. Sehr schön. Okay, die Akteure sind versammelt. Dann kann die Show ja losgehen. Tür auf, Alien gesichtet. Tür auf, noch ein Alien gesichtet. Ich vermute mal, hier hinter der Tür ist auch eins. Dann heißt es jetzt Flieg und Sieg. Sehr guter Treffer. Knies dich hin. Haha. Da ist das andere Alien. Okay, ich habe euch gesehen. Ja, nein, vielleicht. Ja. Nachrücken. Und du kommst dorthin. Könnte aber auch schief gehen. Ja, mach mal. Müssen jetzt einige hier suppressed sein, das ist schön. Gut gelaufen. Du kannst gerne nachladen, geht aber gerade nicht. Bleib mal. Ey, du schießt nachher noch deinen Kameraden ab. Dahin.
Okay. Nicht viel Bewegung auf der Brücke. Bin mir sicher, dass hier, ja, hier ist auf jeden Fall eins. Feuer doch bitte mal. Ah ja, natürlich. Sehr schön, suppressed, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nachladen und dann, ja, geht's leider nicht mehr weiter. Ja, ihr seid soweit suppressed. Das heißt, ich könnte reinrücken und den Schuss wagen. Obwohl, ja, das sieht nicht sehr gut aus. Dann müsste ich mal eine Granate werfen. Guter Wurf. Okay, rein. Granate ausrüsten. Und werfen. Ja, 33%. Nee, nicht ganz. Ja, dann muss es halt. Ja, muss halt so gehen. Ja, gut, es geht. Trotzdem akzeptabler Wurf. Und dann bist du dran. Ja, die anderen ja suppressed sind. Du brauchst nur. Wie viel brauchst du? Könntest du es möglicherweise von da aus schaffen? Er müsste gehen, obwohl das die 0% Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Da. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Okay. Dann der nächste Kandidat. Könnte ich. Ja, müsste ich treffen. Sehr guter Wurf. Und suppressed. Sehr schön. Sind alle suppressed. Das heißt, ich kann dann vorrücken. Hinter den Stuhl, da der Schild etwas hier beschädigt ist. Runter und dann. Granate oder nicht Granate? Nö, keine Granate. Einfach so exekutiert. Du hast nachgeladen. Scharfschützin. Könnte es. Nee, nee. Zu riskant. Wohl. Ja, und das war das Navigationssystem. Garantie darauf ist jetzt auch erloschen. Die Aliens bewegen sich nichts besonders. Also, sie wurden ja suppressed, klar, aber. Feuer. Nicht schlecht. Feuer. Suppressed. Gut. Dann. Burst. Suppressed. Sehr schön. Nicht schlecht. Feuer. Erledigt. Okay. Jetzt könntest du hier mit deinen Kameraden treffen? Nein. Aber gut geschossen. Und dann die Scharfschützin. Ja, obwohl. Ich schicke sie mal ein bisschen weiter vor. Commander, obwohl. Nee, nee, nee. Ich möchte den Kill lieber ihn hier erledigen lassen. Private Frank Meyer, denn er braucht die Erfahrung. Sehr gut. Gerestet. Und das war die Mission. Ah, ja, herrlich. Gerade noch abgeschlossen. Wer kriegt denn hier das Purple Heart? Ne, ist nicht das Purple Heart. Crimson Heart. Private Forbes Heart. Ja, das hat sich auch verdient. Zu Corporal befördert. Okay, wurde soweit alles erhöht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und Frank Meyer auch zum Corporal befördert. Er hat jetzt 68 Hitpoints, er braucht die auch, weil er ja immer im Nahkampf ist. TU ist gleich.
Reflexe hätte ich bei ihm gerne mehr, weil er die Shotgun hat. Kriegt aber einen Bonus auf Reflexe, Bravery, super. Accuracy, auch gut. Und Strength, ja, da braucht er mehr, weil er den Flammenwerfer hat. Schön. Schön, schön. Dann zurück zur Basis, bitte. Ah, und die ganzen Interceptors werden alle genau nochmal betankt. Ich muss aber mal schauen, wie es denn bei den Jungs in der Werkstatt aussieht. Valkyrie Dropship läuft. Mag Pistol läuft auch. Und hier ist ja eh nichts. Das heißt, ja, das ist bald fertig. Heavy Mag Weapons, da freue ich mich schon drauf. Kann ich ein paar abziehen? Kann ich ein paar mehr abziehen? Hey. Den Alien Hyperdrive erforschen. Und weiter geht's. Ach ja, eine erfolgreiche Mission. Jetzt haben sich die Soldaten noch eine kleine Pause verdient. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht nachher nochmal so ein kleineres UFO sichere und die neuen Rekruten mal herantrainiere. Damit, das wäre wahrscheinlich ganz nützlich. Und da mal verstärkt darauf achte, dass ich Aliens zwar mit den erfahreneren Leuten unter Druck setze, das heißt suppressen oder verletzen, und dann den letzten Schuss mit den Rekruten ausführe. Rapid Fire Max. Oh, das sieht gut aus. Ah. Einmal für die Interceptors und für meine Soldaten. Immer gerne. Und das hier ist für die Fahrzeuge eine dicke Gausskanone, also eine Railgun. Und einmal für die Basis. Es ist auch mal ganz interessant, das hier zu lesen. Also im Wesentlichen sagt der, wie heißt es, der führende Wissenschaftler dort, dass es zwar technisch, also jetzt im Spiel her technisch möglich ist, schnellere Projektile zu entwerfen, aber durch den Luftwiderstand und die Reibungshitze würden diese einfach verdampfen in der Atmosphäre. Es ist ganz gut gemacht, also da hat man sich echt was bei gedacht bei diesen kleinen Texten. Das ist echt nicht schlecht. Das ist richtig, richtig schön. Das gefällt mir. Okay. Ja, dann, Alien Fusion Reactor. Oh, das Ding brauche ich. Das brauche ich so dringend. Halt. Und alle Mann darauf. Okay, passt. Magstorm. Hört sich jetzt extrem schlagkräftig an. Ist es auch. Das ist die schwere Waffe. Hier, Magstorm. Tja. Wer ist denn unassigned? Wer ist denn das? Forbes Howard. Corporal Forbes Howard. Ja, genau, der ist ja auf der Krankenstation gewesen, deshalb. Shrike. Dich werde ich dann wahrscheinlich noch ausrüsten müssen. Equip Default Role Equipment. Das ist nicht Default Role Equipment. Weg damit. Ja, die kannst du behalten. Mag Weapon. Zack, zack. Rein damit. Und das bitte raus. Obwohl, in puncto Equipment ist ein Medpack sicher nicht verkehrt, aber dann hätte ich doch gern bei dir. Du bist an der Frontlinie, deshalb kriegst du mal die Granaten hier, die Flashbangs. Okay, wo werde ich denn jetzt den Magstorm produzieren? Ich denke mal, hier geht's nicht, denn da habe ich nämlich die Alien Alloys, die ich zum Produzieren dieser Waffen brauche, genau abgezählt. Wie viel habe ich denn hier noch? 8 Stück. Nee, nee, die brauche ich noch für das Mag-Rifle. Dann muss ich noch was Neues liefern. Aber das möchte ich jetzt nicht machen. Von daher. Oh, Soldier Weapons. Magstorm. Zweimal bitte. Ja, das hat einen guten Grund. Wird man nachher noch sehen. Ah, sehr schön. Alle meine Interceptor sind wieder da. Dann können die Aliens ja jetzt kommen.
sagte er, und er wurde belohnt. Very small. Cancel. Devil hat er jetzt eine neue Waffe. Das müsste mal getestet werden. Oh, haben jetzt die Mag-Weapons an meinen Abfangjägern. Goose, Hollywood, ihr seid dran. Holt ihn euch. UFO 210 detected. Kleiner Kontakt. Wildfire. Schicke ich kurz hin. UFO 211. Merlin, Sundown. Schnappt ihn euch. Und Sylph als Unterstützung. UFO 212. Viper ist dran. Ja, schieß ihn ab. Plasma-Torpedos deaktivieren und dann lasse ich die Magstorm mal das Ding zerfetzen hier. Na? Oh, das ist laut. Das ist laut. Sehr schön. Torpedos wieder aktivieren. Okay. Wildfire bekommt ein neues Ziel. Du bist nervig. Du bist abgefangen von Cobra. Carrier abgefangen. Mit Devil, ja. Nee. Bevor das noch über Land ist und irgendwelche Schäden anrichtet, wird sowieso nicht besiegt werden. Da die Feuerkraft noch zu schwach ist von meinen Marauder Interceptor. Die Mag Storm Gun ist zwar halt jetzt das Beste, was es momentan gibt, aber es gibt noch was Besseres. In puncto Torpedos. Ja, und tschüss. 87%. Und tschüss. Gut. Ah, das war's. Das heißt, UFO, Abfang, Jester und los. Und dann wirst du... muss ich gucken. Majestic oder Slider? Wer ist derjenige mit der Feuerkraft? Zwei sind noch da. Majestic ist es. Der ist nämlich der Abfangjäger. Slider ist ja noch einer der alten. Ich irgendwo vielleicht auch ersetzen kann, wenn es denn überhaupt nötig ist. Ja. Okay, Plasma-Torpedos sind raus. Abdrehen. Sundown ist down. Ja. Okay. Zurück zur Basis. Crash Site, kleiner Airstrike. Interceptor. Perfekt. Na, halt. Gut. Das ging ja schnell. Majestic, dich leite ich nochmal um. Und zwar zu dem UFO hier. Sicher ist sicher. Treibstoff auf fast 40%. Die Carrier sind echt wendig. Also, wenn man mal davon absieht, dass sie halt so groß sind, das überrascht einen schon. Genau, raus hier. Und Nachbrenner zünden. Und schnell sind sie auch noch. Okay, du bist raus. Die Plasma-Torpedos müssen jetzt eigentlich ja, den Rest erledigen. Sehr schön. Und kannst auch zurück. Und jetzt habe ich jede Menge Crash-Sites. Ja, noch sind nicht alle besiegt.
Nee, Chester greift jetzt an. Raus hier. Raus, 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 raus. Sehr schön, er war ja schon beschädigt. Okay. Letztes UFO. Ah, nee, geht nicht. Und es ist von den Radarschirmen verschwunden. Ja, dann muss ich mich jetzt erstmal für eine Crash-Site entscheiden. Massive Industrial in der Stadt, das wird wieder ein taktischer Albtraum, oder in der Arktik. Dann nehme ich irgendwas. Ach, das ist UFO wieder. Refueling. Refueling. Los, hol's euch. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme die Arktis. Airstrike und. Na, hol's euch. Ach, kein Treibstoff mehr. Dinger sind schnell. Ja. Okay. Abfangen mit Shrike, obwohl noch ein UFO in der Luft ist. Ein großes Risiko, das ich jetzt eingehen muss, sonst verliere ich die Crash Site. Da ist das UFO, in der Nähe der Crash Site. Ech. Los. Nein, halt. Erst so. Und dann so. Sicher ist sicher. Wildfire ist nämlich bedeutend schneller als Merlin. Du fliegst gerade durch die Punktverteidigung des UFOs durch, das ist blöd. Und tschüss. Gut, das wäre geschafft. Die dürfen sich zurückziehen. Ihr habt das UFO abgefangen. Merlin. Ja, hau mal Nachbrenner rein und geh mal auf Mach 4. Sehr schön. Abgeknallt. Okay, dann würde ich sagen, sieht man sich dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Crash-Site in der Arktis sichern werde. Tja, Soldaten sind ja alle soweit ausgerüstet, habe ich ja sichergestellt. Und dann sag ich mal, Production of Mag Pistol finished. Sag ich mal, bis dann. Ich werde dann wahrscheinlich die Mag Pistols verschicken müssen. Ihr dürft jetzt weitermachen mit dem Mag Rifle. Gut. Ja, also dann, ich bin der Heizmeister und man sieht sich dann im Kommandobunker wieder. Macht's gut und bis dann.